Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Videotutorial über FreeCAD. In diesem Videotutorial werden wir diesen Schlitten zusammen modellieren, und zwar mit Befehlen aus der Part Module Workbench. Wir werden außerdem den Draft Array Befehl aus der Draft Workbench benötigen. In der deutschen Oberfläche heißt dieser Befehl Anordnung. Ich werde außerdem einen kleinen Trick zeigen, wie man mit Hilfe von Tastaturkürzeln die Arbeitsbereiche wechseln kann, um die Arbeit etwas zu beschleunigen. Und dann werde ich noch zeigen, wie man diese CAD-Daten an den von FreeCAD unterstützten Render LuxRender übergeben kann, beziehungsweise wie man die Daten an den von FreeCAD unterstützten Renderer Palfrey übergeben kann. Die FreeCAD-Version, die ich hier benutze, ist die 0.15.46.71, also das Stable Release unter Windows 7, 64-Bit. Die Idee zu diesem Schlitten habe ich aus dem Internet von der Homepage www.fachzeichnung.de. Dort ist unter dem Punkt Verschiedenes im Prinzip dieser Schlitten aufgeführt. Ich habe noch ein paar kleine konstruktive Änderungen dran vorgenommen und diese Seite ist soweit sehr nett gemacht und hat jede Menge tolle Ideen für Basteleien, insbesondere was Holzmöbel und solche Dinge anbelangt. Ich muss allerdings auch noch eine klitzekleine Warnung quasi aussprechen. Ich habe immer mal wieder Fälle gehabt, wo ich gesehen habe, dass bei den Zeichnungen Maße fehlen oder Maße falsch sind. Deshalb sehr genau alles angucken und spricht ja nichts dagegen, notfalls ein paar kleine konstruktive Änderungen im Zuge der Freiheit des Konstrukteurs vorzunehmen. Wer diese Seite öfters benutzt, den bitte ich, einen kleinen Unkostenbeitrag zu spenden an den Betreiber der Seite als Anerkennung für seine Mühen. Wenn wir die Part Module Workbench intensiver benutzen, dann ist es so, dass genauso wie in der Part Design Workbench es auch hier die Möglichkeit gibt, eine Skizze zu extrudieren oder um eine Achse drehen zu lassen, um daraus ein Solid oder in dem Fall sogar auch einen Oberflächenkörper zu erhalten. Also sprich, wir brauchen auch die Sketcher Workbench immer mal wieder, um eine Skizze zu kreieren. Außerdem brauchen wir natürlich auch Move und Rotate aus der Draft Workbench, um die einzelnen Körper richtig zu platzieren, damit wir nachher Fusion oder was auch immer anwenden können. Das heißt also, wir müssten öfters die Arbeitsbereiche wechseln. Nun ist es eventuell auf Dauer etwas nervig, da ständig in diesem Pull-Down-Menü herumzuklicken, um die Arbeitsbereiche zu wechseln. Deswegen möchte ich jetzt zeigen, wie man mit Hilfe eines kleinen Tricks Tastaturkürzel auf die einzelnen Workbenches legen kann, damit ein schnelles Wechseln zwischen den Arbeitsbereichen möglich ist. FreeCAD selbst ist in der Programmiersprache Python weitestgehend geschrieben und es ist auch möglich, problemlos FreeCAD zu erweitern mit weiteren Makros und sonstigen kleinen Programmen, die in Python geschrieben sind. Wenn ich jetzt nun unter Ansicht in FreeCAD selbst bei Ansichten die Python-Konsole einschalte, dann sieht man die einzelnen Python-Befehle, die der Reihe nach in FreeCAD ausgeführt wurden. Wenn ich also jetzt die Workbench wechsle von Part Design, na, zum Beispiel wechseln wir in die Part Workbench, dann steht hier dieser entsprechende Befehl GUI Activate Workbench Part Workbench dran, der ausgeführt wurde in FreeCAD. Also ist die Idee zu sagen, ich nehme ein Makro auf, wechsle die Workbench, um diesen Befehl zu bekommen in dem Makro. Dann schließe ich die Aufnahme und diesem Makro weise ich dann zum einen ein Tastaturkürzel zu, zum Beispiel Ctrl bzw. Steuerung und 1. Und anschließend kann ich dieses Makro noch zu einer neuen benutzerdefinierten Symbolleiste hinzufügen. Und seit kurzem gibt es die Möglichkeit in FreeCAD, diese Symbolleiste nicht nur einer bestimmten Workbench zuzuordnen, sondern global für alle Workbenches zu definieren.
Das heißt, ich habe zum Beispiel in meinem Fall Makros aufgenommen, zum Beispiel hier bei diesen Workbenches, ein Makro, um in die Draft Workbench zu wechseln, ein Makro, um die Part Workbench zu wechseln, ebenso ins Part Design und in den Sketcher. Wenn ich jetzt zum Beispiel das Makro für die Sketcher Workbench bearbeite, dann steht hier wirklich nur dieser eine Befehl drin, FreeCAD GUI Activate Workbench Sketcher Workbench. Anschließend habe ich unter Werkzeuge Benutzer definiert, unterm Reiter Makros, zum Beispiel für diese Sketcher Workbench, Menütext und Tooltip hinzugefügt, sogar eine kleine Direkthilfe und eine Tastenbelegung definiert. In meinem Fall jetzt Steuerung und 1. Dann habe ich als nächstes bei den Symbolleisten, und zwar wenn man hier den obersten Punkt anwählt, global, also für alle gültig, habe ich hier eine neue Symbolleiste definiert, habe dort diese vier Wechselbefehle zugeordnet und nach einem Neustart von FreeCAD steht überall, hier in meinem Fall, diese kleine zusätzliche Symbolleiste zur Verfügung, sodass ich jetzt, wenn ich hier draufklicke, in die Sketcher Workbench gewechselt habe. Oder wenn ich jetzt hier draufklicke, geht es zurück in die Part Workbench. Ebenso kann ich das natürlich dann auch mit den zugewiesenen Tastaturkürzeln machen. So kann man um einiges die Arbeitsgeschwindigkeit in FreeCAD erhöhen, wie ich persönlich finde. Um den Schlitten zu modellieren, schließe ich hiermit dieses Dokument. Ich lege ein neues Dokument an und wechsle als erstes in die Sketcher Workbench, wo ich eine Skizze erstellen möchte, die ich dann extrudiere, um diese erste Kufe herzustellen. Ich werde also eine neue Skizze erstellen, in dem Fall auf der YZ-Ebene, sage OK. Dann werde ich als erstes zwei Kreisbögen zeichnen. Halt, Kreisbögen wollen wir haben. So. Der Mittelpunkt der Kreisbögen soll im Ursprung liegen und der Anfangs- und Endpunkt der Kreisbögen soll jeweils auf dieser senkrechten Y-Achse sein. Das gleiche nochmal hier mit dem zweiten Kreisbogen. Wir starten im Ursprung und gehen von hier nach hier. Dann werde ich noch einen Kreisbogen zeichnen, der vom Mittelpunkt her hier auf dieser senkrechten Achse liegt und von diesem Punkt zu diesem Punkt geht. Wir zeichnen noch einen Kreis, dessen Mittelpunkt identisch ist mit dem Mittelpunkt dieses Kreisbogens. Dann benötigen wir noch zwei horizontale Linien von diesem Punkt. Ein ganzes Stück nach rechts. Und nochmal eine horizontale Linie von diesem Punkt. Ebenso ein ganzes Stück nach rechts. Und dann benötigen wir noch einen Kreisbogen, etwa hier von der Mitte. Startpunkt soll dieser Punkt sein und Endpunkt soll dieser Punkt sein. Dann vergeben wir hier noch eine tangentiale Beziehung. Und hier vergeben wir ebenfalls eine tangentiale Beziehung. Und wenn wir dann sagen, diese Linie soll eine horizontale Länge von 380 mm haben. Dieser innere Kreisbogen, dem verpassen wir einen Radius von 60 mm. Und dieser äußere Kreisbogen bekommt einen Radius von 80 mm zugewiesen. Dann bekommt dieser Kreis noch einen Radius von 4 mm zugewiesen. Und schon ist die Skizze vollständig definiert. Wir können jetzt in die Part Workbench wechseln und sagen, wir möchten gerne diese Skizze extrudieren.
Jetzt steht hier als Standardwert eine Extrusion in Z-Richtung drin. Die überschreiben wir mit 0. Wir möchten in X-Richtung extrudieren. Und ob ich jetzt hier eine 1 eintrage und dann bei Länge 10 oder 20 oder wie viel ich halt eben haben will, in diesem konkreten Fall 20 mm, oder ob ich hier eine 20 eintrage und diese 1 stehen lasse, das ist egal. Entlang der normalen brauchen wir nur bei Oberflächen als Option, aber wir hätten schon gerne einen Volumenkörper und keinen Oberflächenkörper, also einen richtigen Solid. Wir können der Extrusion auch noch einen Konus, also geneigte Oberflächen, zuweisen, wenn wir möchten. Und wenn ich jetzt auf OK klicke, ist hier die erste Kurve richtig extrudiert worden. Sodass wir jetzt im nächsten Schritt noch zwei Bohrungen einbringen können und dann noch die Kanten verrunden, damit wir die Kurve vollends fertig modellieren können. Um die beiden Bohrungen hier einzubringen auf dieser Kurve, könnte man natürlich eine Skizze auf diese Fläche hier legen, zwei Kreise zeichnen, entsprechend extrudieren und dann per Boolscher Cut-Operation weiter verschneiden mit dem Grundkörper der Kurve. In diesem Fall werde ich jetzt allerdings zwei Zylinder einfügen, die richtig positionieren und dann per Cut jeweils einzeln abziehen. Ich füge also einen Zylinder ein und werde jetzt der Reihe nach ihm erstmal über den Datentab einen Radius von 4 mm verpassen und die Höhe bei 10 mm belassen. Und dann werde ich seine Position entsprechend noch verändern und dann den zweiten Zylinder einfügen. Also verpasse ich jetzt per Placement diesem Zylinder einen X-Wert von 10, einen Y-Wert von 90 und einen Z-Wert von minus 70, dass er hier an der richtigen Stelle sitzt. Ich sage OK. Und wenn ich jetzt auf Bearbeiten, Auswahl duplizieren gehe, dann wird dieser Zylinder an Ort und Stelle so gesehen kopiert und ich brauche nur noch den Zylinder, um den entsprechenden Y-Wert zu verschieben, um die zweite Bohrung zu bekommen. Also verpasse ich diesem Zylinder hier jetzt einen Y-Wert von 340 mm, absolut gesehen, sage OK und kann jetzt schon meine beiden Löcher hier der Reihe nach herstellen. Also wir markieren den Extrude-Körper. Dann noch dazu den ersten Zylinder, sagen Cut und dann markieren wir den Cut-Körper, den zweiten Zylinder, sagen nochmal Cut und können uns jetzt um die Verrundung der Kurve kümmern. In FreeCAD ist es immer eine gute Idee, irgendwelche Kantenverrundungen oder Anfassungen möglichst zum Schluss durchzuführen. Das verringert die Wahrscheinlichkeit, dass ich mir beim nachträglichen Ändern des Modells irgendwelche Kanten klaue oder so, auf die sich solche Operationen beziehen und ich eventuell sogar dann zum Schluss vor der Situation stehe, dass das Modell komplett zerschossen ist bei irgendwelchen größeren Änderungen nachträglich. Also werde ich jetzt diesen Körper hier markieren und verwende dann das Abrundungswerkzeug. Ich werde also jetzt entsprechende Kanten auswählen. Ich klicke einmal hier ins Leere und werde dann der Reihe nach sagen, diese Kante hier hätten wir gerne. Und wie man sieht, wird diese Kante dann hier gleich markiert entsprechend. Und wir klicken jetzt einfach der Reihe nach die zu verrundenden Kanten ab. Hätten wir noch gerne hier was. Dann sind wir noch hier. Diese Kante fehlt noch und diese Kante fehlt noch. Wir vergewissern uns, dass alle Kanten ausgewählt sind. Wir möchten gerne alle Kanten mit einem Radius von 1 mm versehen.
Wir sagen okay. Und die Kurve ist somit fertig. Für die zweite Kurve empfiehlt es sich, einen Klon dieser ersten Kurve zu erzeugen. Denn wenn ich dann hier etwas ändere, wird am Klon alles mitgeändert. Diese Klonoperation funktioniert allerdings nur innerhalb eines Dokumentes. Über Dokumente hinweg funktioniert sie zumindest noch nicht. Vielleicht kommt das ja irgendwann mal. Wir werden also in der Draft Workbench die Funktion Klon brauchen. Also sage ich von diesem Körper Fillet hier, mache einen Klon. Ein weiterer Vorteil des Klons ist, ich kann ihm hier in X, Y und Z Skalierfaktoren mitgeben. Also ich könnte quasi einen Klon der ursprünglichen Form, der zum Beispiel in jede der drei Richtungen doppelt so groß ist, also dann einen Faktor 2 hätte, in jede Richtung erstellen. Dies ist ganz praktisch, wenn man Skalieroperationen machen möchte, dann bietet sich diese Geschichte hier als recht schnell und praktisch an. Ich muss jetzt noch den Klon richtig positionieren. Momentan ist ja die Position des Klons dieselbe Position wie die Position des Ausgangskörpers. Also über Placement verschieben wir in positiver X-Richtung den Klon um 180 mm. Wenn ich jetzt diese Fläche und diese Fläche markiere, in der Part Workbench dann eine lineare Messung durchführe, dann sind die beiden Kurven Außenflächen also 200 mm entfernt. Und somit hätten wir also jetzt die beiden Kurven hergestellt. Im nächsten Schritt werden wir jetzt diese vier Holzdübel quasi erzeugen, mit denen dann diese senkrechten Stützen und die Kurven verbunden sind. Ich füge also einen Zylinder ein, werde dem Zylinder einen Radius von 4 mm und eine Höhe von 20 mm verpassen. Dann werde ich diese beiden Kanten des Zylinders anwählen und denen eine Abschrägung verpassen von 1 mm. So. Dann kann ich jetzt als nächstes in die Draft Workbench wechseln, um diesen Zylinder zu positionieren. Ich wähle diesen Zylinder hier an, diesen Solid, und vergewissere mich, dass die Mittelpunkt-Snap-Funktion angewählt ist und sonst nichts. Dann gehe ich zur Sicherheit in den Drahtgittermodus und sage Move und werde diesen unteren Kreis hier an seinem Mittelpunkt quasi schnappen und auf diesen Kreis Mittelpunkt auf Mittelpunkt quasi positionieren. Ich gehe wieder zurück in die Originalansicht und kann jetzt diesen Dübel hier über die Funktion Anordnung, erstellt eine polare oder eine rechteckige Anordnung des ausgewählten Objektes, mustern. Ich bekomme also, wenn ich diese Funktion jetzt aktiviere, hier über den Datentab die Möglichkeit, die einzelnen Werte zu ändern. Standardmäßig ist eingestellt, wenn man etwas näher hinzoomt, sieht man das auch, dass quasi bei einer orthogonalen Anordnung, ich könnte auch hier per Pulldown-Menü auf Polar umstellen, also auf eine kreisförmige Anordnung, dass bei einer orthogonalen Anordnung vier Exemplare existieren, jeweils um 1 mm in X und um 1 mm in Y-Richtung als Schrittweite versetzt. Das möchten wir ändern. Die Zahl der Elemente in X- und Y-Richtung, die ist in Ordnung mit jeweils 2, das möchten wir haben. Aber das Intervall in X möchten wir ändern. Wir erinnern uns, den Klon haben wir gerade eben um 180 mm in X-Richtung verschoben. Das war mit ein Grund, warum ich das Koordinatensystem
so am Anfang festgelegt habe, damit ich in positiver x- und positiver y-Richtung diese ganzen Muster definieren kann und mich dann etwas leichter tue. Also in x-Richtung möchten wir 180 mm haben. Und wenn ich jetzt noch das Intervall in y, diese 1 bei y, überschreibe mit dem Wert 250 mm, wir erinnern uns, absolut war der y-Wert der ersten Bohrung so gesehen 90 mm und der Wert der zweiten war 340, macht eine Differenz von 250 mm. Ich hätte noch Möglichkeiten, bei einer polaren Anordnung den Mittelpunkt der polaren Anordnung zu verändern per Koordinaten. Oder ich könnte auch die einzelnen Teile jetzt per Boolean Fuse zusammen zu einer Einheit verschmelzen. Das sind die Optionen, die hier zur Verfügung stehen. Und wir sehen, diese vier Holzdübel sind richtig an der richtigen Stelle hier erstellt worden. Um jetzt diese senkrechten Streben herzustellen, werde ich also einen Würfel einfügen. Diesem Würfel werde ich eine Länge von 20, eine Breite von 20 und eine Höhe von 60 mm zuweisen. Dann füge ich als nächstes einen Zylinder ein. Wie man sieht, er wird hier platziert und ich weise als nächstes dem Zylinder einen Radius von 4 mm zu. Die Höhe belasse ich bei 10 mm. Dann verändere ich sein Placement auf X 10 mm und auf Y ebenso 10 mm. Wenn ich jetzt auf den Drahtgittermodus wechsle, sieht man, dass die Position des Zylinders soweit stimmt. Ich markiere den Zylinder und sage Bearbeiten, Auswahl duplizieren und korrigiere die Z-Position des, in dem Fall Zylinder 004, auf Z gleich 50 mm, dass hier die Position auch stimmt. Dann ist es in FreeCAD so, dass wenn ich jetzt jede Menge Zylinder hätte, also so gesehen jede Menge Bohrungen, die ich vom Grundkörper abziehen müsste, jetzt hier in der Part-Module-Workbench, könnte man als Arbeitserleichterung auch sämtliche Zylinder miteinander per Fusen miteinander verheiraten und dann diese Fusion vom Grundkörper abziehen. Das wäre eine Möglichkeit. Wenn man allerdings so wie hier nur zwei Zylinder hat zum Abziehen, kann man genauso gut auch die Zylinder jeweils einzeln abziehen. Das ergibt sich von den Arbeitsschritten her, ist das keine Erleichterung. Also werde ich von dem Würfel den Zylinder 003 abziehen und von diesem Cut-Körper dann den Zylinder 004 abziehen. Dann können wir noch im nächsten Schritt eine Verrundung von den entsprechenden Kanten durchführen und dann müssen wir diese senkrechte Strebe noch richtig positionieren und dieses Muster über den Array-Befehl herstellen. Also sage ich, ich markiere diesen Körper hier. Ich möchte gerne eine Verrundung haben. Ich kann Flächen auswählen. Ich klicke erstmal ins Nichts quasi, um alles zu deselektieren. Dann wähle ich diese Fläche aus und diese Fläche und diese und diese Fläche. FreeCAD leuchtet dann die entsprechenden Kanten, die angrenzenden Kanten, die verrundet werden sollen, seiner Meinung nach an und wählt sie hier mit entsprechenden Haken aus. Wenn ich jetzt zum Beispiel diese obere Fläche angewählt hätte, hätte auch dieser Bohrungsrand hier eine Phase bekommen, beziehungsweise hier eine Verrundung in diesem Falle. Wenn ich jetzt also OK sage, wird hier die Verrundung entsprechend richtig durchgeführt. Ich wechsle also wieder in den Drahtgittermodus und in die Draft Workbench. Stelle sicher, dass bei den Snaps der Mittelpunkt entsprechend eingestellt ist. Ich markiere diesen Körper.
aktiviere den Move-Befehl und sage, der Mittelpunkt dieses Kreises soll auf dem Mittelpunkt dieses Kreises liegen. Anschließend kann ich für diesen markierten Körper auch noch gleich den Array-Befehl ausführen und wir korrigieren wieder den Intervall in X-Richtung, das Wert auf 180 mm. Und in Y hätten wir gern ein Intervall von 250 mm. Ich sage hier okay quasi und habe jetzt hier diese senkrechten Stützen erfolgreich erstellt, sodass ich im nächsten Schritt diese Holzdübel für die oberen Löcher modellieren kann. Wir erinnern uns, diese Holzdübel waren in diesem ersten Array drin, also ich kann, wenn ich dupliziere oder kopiere über die Zwischenablage, kann ich ja zwei Ebenen von Abhängigkeiten mitnehmen, so gesehen. Also wenn ich jetzt diesen Körper hier und die darunterliegende Ebene angeschaue, dann kann ich die beiden Ebenen mitnehmen über die Zwischenablage bzw. über den Duplizieren-Befehl in dem Fall. Eine weitere Ebene würde nicht mitgenommen werden. Also wir wählen diesen Chamfer-Körper aus, sagen Bearbeiten, Auswahl duplizieren. Wir werden gefragt, ob wir die Abhängigkeiten mitkopieren möchten. Ja, das möchten wir. Diesen Chamfer-Körper mache ich jetzt sichtbar. Und man sieht, hier hat er die entsprechende Kopie erstellt. Über den Placement-Wert, und zwar inkrementell, werde ich den Placement für das Z ändern, nämlich um 60 mm, dass dieser Dübel hier an der richtigen Stelle erscheint. Und dann werden wir auch hier den Array-Befehl wieder ausführen. Wir werden das Intervall X wieder auf 180 mm festlegen und nochmal hier auf Y diesen Intervallwert auf 250 mm korrigieren. Und wenn man sich das jetzt hier so anschaut, hat man soweit alles jetzt fertig im Schlitten, dass wir uns im nächsten Schritt diesen beiden Querstreben zuwenden können. Für diese Querstreben werde ich also jetzt zuerst wieder zurückwechseln in die Part Workbench, einen Würfel einfügen. Dieser Würfel bekommt eine Länge von 200 mm, eine Breite von 20 und eine Höhe von 20 mm. Dann werde ich im nächsten Schritt einen Zylinder einfügen und sagen, dieser Zylinder bekommt einen Radius von 4 mm, die Höhe von 10 mm ist in Ordnung, aber per Placement werde ich ihn noch auf X 10 mm und Y 10 mm verschieben und Z ebenso 10 mm. Damit er hier an der richtigen Stelle sitzt. Dann werde ich diesem Zylinder hier eine Anordnung zuweisen, weil ich 5 Löcher hier haben möchte. Die erreiche ich auch wieder über den Array-Befehl in der Draft Workbench, also Zylinder auswählen, dann Anordnung, die Number in Y-Richtung, die korrigieren wir auf 1. Es ist nicht zwingend notwendig, aber ich überschreibe hier mal zur Sicherheit Intervall Y mit 0 und setze das Intervall in X-Richtung fest mit 45 mm. Jetzt haben wir noch eine Kleinigkeit vergessen. Die Anzahl der Kopien in X-Richtung steht momentan auf 2. Die erhöhen wir auf 5. Und schon sind die Bohrungen hier richtig gemacht. Und ich kann den Würfel markieren, dann den Array markieren. Und wenn ich dann in der Part Workbench den Cut durchführe, sind die Löcher richtig gezeichnet. Und wir können spaßeshalber mal sagen, von diesen beiden Elementen
Die sind 6 mm entfernt. Dieser Kreis und diese Kante sind ebenfalls 6 mm entfernt. Wunderbar. Die 5 Bohrungen sitzen also schön mittig, so wie wir das haben möchten. Wir löschen diese Messungswerte wieder und werden uns jetzt noch um die Verrundung dieser Querstrebe kümmern, um die Positionierung und anschließend das Klonen, dass wir eine zweite Querstrebe bekommen. Für die Verrundung dieses Körpers werden wir also dann diesen Körper markieren, sagen Verrundung, wir klicken ins Leere, um zu deselektieren und können zum Beispiel Flächen auswählen und sagen diese Fläche, diese Fläche, diese Fläche. Und wenn ich jetzt noch diese Frontfläche auswähle, habe ich schon alle grünen Kanten, die ich haben möchte. Der Radius von 1 mm ist akzeptabel. Ich sage OK. Und kann jetzt per Messfunktion mich vergewissern, dass ich um 20 mm in Z-Richtung und diese Fläche und diese Fläche sind wie viel auseinander? Um 100 mm in Y-Richtung diesen Körper hier verschieben muss, damit er an der richtigen Stelle ist. Ich lösche diese erstellten Messwerte, sage Fillet 2, über Placement gehen wir inkrementell in Y-Richtung 100 mm und in Z-Richtung um minus 20 mm entsprechend nach unten. Dann messe ich zur Sicherheit mal, wie weit diese beiden Flächen hier entfernt sind, 210 mm. Da brauche ich jetzt nämlich die zweite Querstrebe. Also wende ich den gleichen Trick so gesehen an wie bei der Kufe. Ich erstelle einen Klon über die Draft Workbench und verpasse diesem Klon jetzt per Placement inkrementell einen Y-Verschiebewert von 210 mm und habe ihn hier an der richtigen Stelle. Und schon können wir im nächsten Schritt unseren Holzdübel hier reinsetzen und ein 10er-Muster machen. Also 5 in X-Richtung, 5 Kopien und das Ganze zweimal in Y-Richtung. Also sage ich im nächsten Schritt wieder, ich verwende den gleichen Trick, den ich schon mal angewendet habe und sage hier Chamfer 001, bearbeiten, Auswahl duplizieren. Jawohl, ich nehme die Abhängigkeit mit. Dann werde ich den hier einblenden und ich korrigiere sein Placement inkrementell in Y-Richtung um 20 mm, dass er hier an der richtigen Stelle erscheint. Anschließend verpasse ich ihm über die Draft Workbench ein Array. Ich erhöhe die Anzahl der Kopien in X-Richtung auf 5. Y-Richtung sind nach wie vor 2. Wunderbar. Dann werde ich den Wert in X-Richtung, wir erinnern uns von vorhin her, auf 45 mm erhöhen. Und ich sage, das Intervall in Y soll 210 mm sein. Also diese Verschiebung, die wir gerade eben durchgeführt haben. Und ich habe hier soweit alles hergestellt. Jetzt fehlt nur noch diese beiden äußeren Längslatten, die drei inneren Längslatten und die Rundstange und der Schlitten ist komplett. Wie immer in 3D-CAD führen mehrere Wege zum Ziel. In diesem Fall werde ich jetzt mal diese Längsbalken durch einzelne Grundkörper herstellen. Man könnte auch zum Beispiel eine Skizze extrudieren. Da gibt es also, wie gesagt, mehrere Möglichkeiten. In dem Fall werde ich in die Part Workbench zurückgehen. Ich füge einen Würfel ein, verpasse ihm eine Länge von 20 mm, eine Breite von 330 mm und eine Höhe von 20 mm. Dann werde ich einen Zylinder einfügen, dem verpasse ich einen Radius von 10 mm und eine Höhe von 20 mm.
Dann kippe ich ihn um die Y-Achse per Placement, also sage ich Änderung inkrementell. Ich wähle als Drehachse die Y-Achse aus und sage 90 Grad. Dann werde ich ihn noch in Z auf plus 10 mm setzen und habe hier vorne schön meine Verrundung hergestellt. Ich sage okay. Und diesen Zylinder werde ich jetzt duplizieren und im zweiten Zylinder werde ich einen Y-Wert von 330 mm zuweisen, damit ich nachher diesen Grundkörper hier soweit schön zusammen habe. Also werde ich im nächsten Schritt diese drei Körper miteinander vereinigen und kann mich jetzt um die Bohrung kümmern, anschließend die Verrundung, dann die richtige Platzierung des Körpers und dann wird abgeklont für die zweite Längslatte hier. Als nächstes werden wir jetzt wieder umstellen auf Drahtgitterdarstellung, um zu sehen, was hier innen drin alles passiert. Wir fügen einen Zylinder ein, verpassen diesem Zylinder einen Radius von 4 mm. Die Höhe mit 10 mm ist in Ordnung. Dann werden wir ihn per Placement in X um 10 mm verschieben und in Y um 40 mm. Wir sagen anwenden, okay. Und der erste Zylinder sitzt hier schon mal hoffentlich richtig. Diesen Zylinder werden wir jetzt duplizieren. Dem duplizierten Zylinder weisen wir einen Y-Wert von 60 absolut zu. Das ist dann der Abstand dieser beiden Bohrungen bzw. Holzdübel. Dann werden wir diesen Zylinder wieder duplizieren und werden dem einen inkrementellen Y-Wert zuweisen von 210 mm. Wir sagen okay, dieser Zylinder wird ebenso dupliziert und bekommt einen inkrementellen Wert in Y-Richtung von 20 mm zugewiesen. Und schon haben wir das Bohrbild im eigentlichen Sinne erstellt, wie ich vorhin gesagt habe. Können wir jetzt diese vier Zylinder miteinander vereinigen und dann von dieser Grundfusion, diese Fusion der Zylinder abziehen und haben so unsere Bohrung erstellt und können uns jetzt noch der Verrundung zuwenden, indem wir in die Originalansicht wechseln, dann diesen Körper hier markieren, sagen wir möchten verrunden, wir klicken ins Leere, um zu deselektieren, wir möchten Kanten auswählen oder Flächen. In dem Fall stellen wir um auf Flächen. Wir wählen diese Fläche an und diese Fläche und müssten alle Kanten angewählt haben, die wir irgendwie brauchen. Jawohl, das sieht gut aus. Eine Verrundung von 1 mm bestätigen wir mit OK und können jetzt in den Drahtgittermodus zurücksetzen. Wir markieren den Körper und über die Draft Workbench können wir mit Hilfe des Move-Befehls den Mittelpunkt dieses ersten Kreises auf den Mittelpunkt diesen Kreises hier festsetzen und können jetzt hier überprüfen, jawohl, das Bohrbild stimmt zueinander. Wenn nicht, hätten wir ja die Möglichkeit gehabt, über die Part Workbench die einzelnen Bohrungsabstände noch einmal ordentlich zu vermessen und uns zu vergewissern, dass hier alles stimmt. Ich kann also jetzt im nächsten Schritt wieder einen Klon erstellen über die Draft Workbench und ich verpasse diesem Klon per Placement wieder einen inkrementellen X-Wert von 180 mm und habe so auch diese beiden Längslatten korrekt hergestellt. Für diese drei inneren Längslatten bedienen wir uns jetzt
bei der Geometrie bzw. bei der Herstellungshistorie von dieser äußeren Längslatte und machen mal hier den ganzen Baum auf und sagen, wir hätten gern den Würfel und die beiden Zylinder zur Sicherheit dupliziert. Dann hätten wir im nächsten Schritt diese drei Körper hier auf sichtbar gestellt, also eingeblendet. Dann werden diese drei Körper wieder über die Partworkbench miteinander vereinigt. Dann brauchen wir noch Bohrungen. Wir hatten hier vier Bohrungen eingefügt und im Prinzip brauchen wir nur die Bohrung 2 und 3. Also das waren hier die vier eingefügten Zylinder, die zu den Bohrungen geführt haben. Wir brauchen den zweiten und den dritten. Bearbeiten, Auswahl duplizieren. Wir schalten die beiden zur Sicherheit auf sichtbar und werden zuerst den ersten abziehen und dann den zweiten abziehen. Dann können wir noch uns um die Verrundung des Körpers entsprechend kümmern und sagen, wir markieren diesen Körper, wir markieren die Verrundungsfunktion, wir klicken ins Leere, wir stellen um auf Flächen auswählen und wählen diese beiden Stirnflächen an. Sagen 1 mm Verrundung, alles bestens, okay. Und dann werden wir noch über die Draft Workbench und in den Drahtgittermodus wechseln, damit wir anschließend sagen können, wir möchten den Move-Befehl anwenden und der Mittelpunkt dieses Kreises soll identisch sein mit dem Mittelpunkt dieses Kreises. Und wie wir hier hinten sehen, stimmt auch die hintere Bohrung zueinander. Wunderbar. Ich wechsle zurück in die Originaldarstellung und mache jetzt noch ein Array von diesem Körper hier. Sage ein Array. In Y-Richtung möchte ich nur eine Kopie haben. Ich überschreibe zur Sicherheit das Intervall in Y mit 0. Müsste wie gesagt nicht zwingend sein, aber mir ist es ein bisschen lieber, ich sehe die Informationen eindeutig hier zueinander. Dann werde ich in X-Richtung, wie man hier an der Triade sieht, also X-Richtung, werde ich noch den Abstand bzw. das Intervall ändern auf 45 mm. Und die Anzahl der Kopien in X-Richtung werde ich erhöhen auf 3 insgesamt Kopien. Und schon haben wir hier den Schlitten soweit fertig und es fehlt nur noch unsere Querstange hier. Für die Querstange ist es natürlich so, dass ich, wenn ich jetzt zurückwechsle auf die Partworkbench, die Möglichkeit hätte zu sagen, ich zeichne ein Rechteck und lasse das dann halt um eine Achse drehen. Dann habe ich bei den Optionen die Möglichkeit zu sagen, eine volle Drehung um 360 Grad. Ich kann dann bei den Achsen, um die gedreht werden soll, entweder sagen, ich hätte gerne eine der Hauptachsen und ich kann eine beliebige Gerade in der Skizze auswählen. Anders als im ParDesign, wo wir ja extra eine Konstruktionslinie erstellt haben. Und ich kann auch per Haken steuern, ob ein Solid, also ein kompletter Volumenkörper, erstellt werden soll oder nur ein Oberflächenkörper. Jetzt in diesem speziellen Fall bei den Schlitten ist es, denke ich mal, einfacher zu sagen, ich füge einen Zylinder ein, verpasse dem einen Radius von 4 mm, eine Höhe von 200 mm, verpasse dem oben und unten noch eine Abschrägung von 1 mm, dann nehme ich diesen Körper und per Placement kippe ich ihn um die Y-Achse um
plus 90 Grad, sehe ich gerade. Hier habe ich mich vertan. Dann schaue ich, dass der Körper markiert ist, gehe in die Draft-Workbench, wechsle in die Drahtgitteransicht und sage per Move-Befehl, der Mittelpunkt dieses Kreises soll auf dem Mittelpunkt dieses Kreises liegen und habe somit das Modell komplett. Um in 3D schöne Bilder für Produktpräsentationen, Flyer, Homepage oder was auch immer zu erzeugen, bedient man sich gerne einer sogenannten Raytracing oder auch Rendertechnik. Raytracing aus dem Englischen bedeutet ja auf Deutsch Strahlverfolgung und im Prinzip kann man sich das so vorstellen, als ob man ein virtuelles Foto schießt, bei dem man volle Kontrolle über absolut alle Einstellungen und Parameter hat. Im Gegensatz zum realen Foto, da müsste ich ja ein bisschen damit leben, welche Umgebung habe ich zur Verfügung, welches Sonnenlicht und so weiter. Das kann ich ja jetzt hier am PC alles vollständig selber steuern. Ich kann setzen, welche Lichtquellen ich habe, zum Beispiel bei einer Studiobeleuchtung, Glühbirnen für indirekte Beleuchtung oder ein richtiges Spotlight, also ein richtiges Scheinwerferlicht, das irgendwo gerichtet auf einen bestimmten Punkt ist. Ich kann sagen, wo will ich die Kamera haben, wie soll der Untergrund texturiert sein und welche Farben sollen die einzelnen Objekte haben. FreeCAD selbst unterstützt momentan direkt den LuxRender und Porphyry. Und wenn man sich den LuxRender und Porphyry jeweils installieren möchte und ein bisschen einrichten möchte, dann hat man die Möglichkeit, von FreeCAD aus die Daten direkt an den jeweiligen Renderer zu übergeben. Im Falle von LuxRender befindet sich die Homepage auf www.luxrender.net. Und wir müssen dort die Standalone herunterladen und installieren. Und in FreeCAD selbst müssen wir auch noch ein paar Kleinigkeiten als Vorarbeit ausführen. In FreeCAD selbst müssen wir nämlich noch unter Bearbeitung, Einstellung, Raytracing, in diesem Falle das LuxRender-Verzeichnis ihm noch angeben. Wir müssen nämlich über diesen Doppelklick hier quasi dann nachher sagen, wo die LuxRender-Echse sitzt, damit FreeCAD sie direkt aufrufen kann. Um dann ein Projekt zu raytracen, können wir in die Raytracing Workbench wechseln. Und wir müssen als erstes unter Ansicht auf die perspektivische Ansicht wechseln. Das möchte der Renderer so haben. Wir können mal zur Sicherheit ein bisschen rauszoomen. Und jetzt ist mit der Raytracing Workbench im Prinzip immer wieder folgendes Vorgehen. Als erstes kann ich sagen, ich möchte gerne ein neues Projekt anlegen. Und zwar habe ich dann hier ein neues Lux-Projekt angelegt. Ich habe hier noch die Möglichkeit über Na, Moment, löschen wir sie kurz wieder nochmal raus. Ich kann hier doch entscheiden, welches Template ich verwende. Möchte ich ein Outdoor-Rendering durchführen, also quasi nur mit Sonnenlicht arbeiten? Oder möchte ich versuchen, ein Indoor-Rendering durchzuführen, also dass ich dann eben mit direkten Lichtquellen arbeite? Wir machen jetzt einfach mal ein Outdoor-Projekt. Ich sage Lux-Projekt. Habe ich ja auch schon die entsprechende Kameraposition aus FreeCAD ausgelesen. Jetzt muss ich die entsprechenden Objekte selektieren, die ich in dieses Renderprojekt einfügen möchte. Also da wählen wir einfach mal alles an und sagen Einfügen eines neuen Part-Objektes in ein Raytracing-Projekt.
Wenn ich das hier anklicke, erscheinen hier die entsprechenden Mesh-Objekte genau genommen als neues Lux-Projekt. Ich hätte dann noch die Möglichkeit zu sagen, ich möchte die Kameraeigenschaften anpassen gemäß der aktuellen Ansicht. Ich kann auch das Raytracing-Projekt in eine Datei, also in eine Skriptdatei, die für den jeweiligen Renderer direkt lesbar ist, exportieren. Oder ich kann die Daten direkt übergeben und sagen, das aktuelle Raytracing-Projekt mit einem externen Renderer rendern. Dann merkt FreeCAD, ich habe ein Lux-Projekt angelegt und wird in dem Fall dann Lux-Render starten. Ich markiere also das Lux-Projekt zur Sicherheit und sage mit einem externen Renderer starten. Und schon geht's los. Lux-Render fährt hoch und wird mit den in dem Template festgelegten Standardeinstellungen hier ein Rendering vornehmen. Wenn mich nicht alles täuscht, ist hier zum Beispiel schon mal das erste Problem, dass unser Nullpunkt hier in der Mitte dieses Kreisbogens sitzt. Somit ist dieser Teil des Schlittens hier schon mal verdeckt. Die nächsten Knackpunkte bei LuxRender sind, der Renderer an sich ist gar keine Frage, sicherlich ein sehr moderner und soweit guter Renderer. Allerdings, um jetzt im Nachhinein irgendwie Beleuchtung und Texturen und sonstiges zu ändern, muss ich, wenn ich das richtig verstanden habe, in dem Textfile des entsprechenden LuxRender-Projekts drin rum editieren. Das ist in meinen Augen nicht sehr einsteigerfreundlich für jemanden, der mit dem Rendern überhaupt mal anfängt. Und deswegen verwende ich eigentlich gerne den Renderer Cacafia, der in meinen Augen viel einsteigerfreundlicher ist und den ich dann in einem späteren Tutorial vorstellen werde. In diesem Fall brechen wir jetzt mal das Rendering ab und ich zeige noch kurz, wie man nach Porphyry exportiert, wobei ich gleich dazu sagen muss, Porphyry ist im Prinzip ähnlich wie LuxRender, an sich ein sehr guter Renderer, der nach wie vor aktiv unterstützt wird mit großer Community und allem. Es ist aber auch bei Porphyry so, dass das ein skriptbasierter Render ist und ich muss im Skript herumeditieren, wenn ich im Nachhinein irgendwelche Kameraeinstellungen oder Texturen oder sowas verändern möchte, um da eine entsprechende Anpassung zu erzielen. Und wie gesagt, das ist in meinen Augen zwar soweit okay, wenn sich jemand damit auskennt und sich sehr intensiv damit befassen möchte, aber nicht sehr einsteigerfreundlich. Also schließen wir hier wieder den LuxRender und löschen das LuxRender-Projekt und schauen uns mal kurz noch an, wie die ganze Sache mit Porphyry aussieht. Die Porphyry-Homepage selbst befindet sich auf www.porphyry-alles-zusammengeschrieben.org. Man sieht ja hier, es gibt ein paar schöne Beispielbilder, was man mit Porphyry alles Tolles machen kann. Und auch hier ist es so, dass wir in FreeCAD ein paar Einstellungen vornehmen müssen, damit FreeCAD Porphyry erkennt. Unter FreeCAD also muss ich sagen, bei Bearbeiten Einstellungen in der Raytracing Workbench muss ich ihm auch hier den Pfad zur pvengine.exe zeigen unter Windows. In meinem Fall habe ich ja Windows 7 64-Bit, also zur pvengine 64.exe habe ich ihm dann den Pfad entsprechend gezeigt. Man kann dann auch noch mit den verschiedenen Output-Parametern spielen, was es da so alles gibt mit Jittering-Einstellungen und was weiß ich alles. Dann kann man noch die Auflösung des zu rendernden Bildes bestimmen. Und dann kann man noch theoretisch genauere Verzeichnisse mit Kamera-Includes und so weiter festlegen und eventuell sogar auch noch für die Mesh-Erzeugung, weil das sind ja Mesh-Objekte, die dann exportiert werden zum Renderer hin, kann man noch weitere Optionen festlegen. Das Vorgehen ist dann an sich für Porphyry dasselbe wie für LuxRender. Ich sage, ich möchte ein neues Porphyry-Projekt anlegen. Ich kann zwischen verschiedenen Templates wählen und die aktuelle Kamera ist nicht perspektivisch.
Also schauen wir nochmal an, dass wir in die perspektivische Ansicht zurückwechseln. Damit diese Warnmeldung nicht mehr kommt, wir legen also ein neues Projekt an unter Pothray. Dann wählen wir als nächstes die Objekte, die aus FreeCAD nach Pothray exportiert werden sollen und können dann quasi sagen, wir fügen diese Objekte hier alle ein als Mesh-Objekte. Und dann ist es so, wenn ich jetzt in meinem Falle Pothray installiert habe und sage, ich möchte hier, Moment, ich muss noch das Pof-Projekt auswählen, dann wenn ich jetzt hier sage, ich möchte ein entsprechendes Verzeichnis wählen, dann bringt er mir immer mal wieder eine Fehlermeldung, dass er irgendwie mit den Zugriffsrechten Probleme hat. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich bisher noch nicht damit genau beschäftigt, wie man diese Fehlermeldung wegbekommt. Da gibt es bestimmt irgendeine tolle Lösung. Ich selbst verwende, wie gesagt, Cacafia, deswegen habe ich mir Pothray nicht allzu userabhängig eingerichtet. Und in dem speziellen Fall sage ich, ich möchte ein Raytracing-Projekt in eine Datei exportieren. Das funktioniert auf jeden Fall. Und ich suche mir dann das entsprechende Verzeichnis heraus. Und werde dann die Datei extra in Pothray reinladen. In dem Falle wähle ich also jetzt in meinem Fall eigene Dokumente, Pothray v3.7 Scenes und vergebe dann der Szene den Namen Schlitten. Sage OK. Dann werde ich Pothray extra starten. In dem Fall unter Windows. Und kann das hier mal schließen und sagen Open. Und in den Scenes werde ich dann diese Schlitten-Datei öffnen. Und wie man sieht, die besteht aus reinen Textelementen, die der Reihe nach definieren, wo steht die Sonne und wo steht die Kamera und welche Beleuchtung und welche Objekte gibt es welche Farben und Texturen haben die und lauter solche Dinge. Und ich kann jetzt über Run sagen. Mach mir mal mein erstes Bild und kann dann nachher über das Textfile entsprechend die Einstellungen ändern und verbessern. Und dann eventuell sogar sagen noch Bildauflösung verändern und lauter solche Dinge und dann das Bild entsprechend optimieren. Wie gesagt, ich selbst verwende Cacafia. Ich werde in einem späteren Tutorial mal eine erste Einführung in Cacafia geben und mal da ein paar Kleinigkeiten ansprechen. Und somit sind wir jetzt auch schon am Ende dieses Tutorials angelangt. Ich hoffe, ich konnte wieder ein paar interessante Dinge zeigen und freue mich natürlich über jedwede Kommentare auf YouTube. Und ansonsten sieht man sich vielleicht in einem weiteren Tutorial wieder. Tschüss!